Wir bringen Menschen zusammen aus ganz Europa, aber auch aus vielen anderen Ländern und Regionen der Welt. Ein Alleinstellungsmerkmal der Kreisel-Initiative ist die Tatsache, dass wir, soweit wir wissen, der einzige Verein sind, der von Menschen aus Ostdeutschland und Westdeutschland noch vor Fall der Mauer gegründet wurde. Wir glauben, dass Menschen dann am besten sind, wenn sie gemeinsam etwas erarbeiten. Wir glauben nicht, dass Nationalismus, Abgrenzung, Populismus irgendwelche Probleme lösen, sondern wir glauben daran, dass gerade in so einer Situation, in der Europa in Frage gestellt wird, es von unten wieder neu wachsen muss. Im Schwerpunktbereich Inklusionspädagogik geht es darum, in die Projekte junge Menschen einzubeziehen, die bisher in der internationalen Jugendarbeit eher unterrepräsentiert sind. In unseren Projekten nehmen junge Menschen mit Behinderungen teil, aber auch Menschen mit unterschiedlichsten sozialen, ökonomischen Ausgangsbedingungen als auch Bildungshintergründen. Ein solches Projekt ist die internationale inklusive Jugendbegegnung Brückenschlag, die wir seit 2006 regelmäßig realisieren. Unsere Projekte sind sowohl für junge als auch für ältere Menschen gestaltet. Und dabei entwickeln sie zusammen Ideen und Visionen dafür, wie ein gutes Leben für alle aussehen kann und wie sie sich aktiv daran beteiligen können, das mitzugestalten. Ein Beispielprojekt ist Local and Global. Das ist eine internationale Jugendbegegnung. Das Ziel dieser Jugendbegegnung ist es, die Jugendlichen für eine nachhaltige Lebensweise zu sensibilisieren und sie dazu zu ermutigen, sich auch aktiv daran zu beteiligen. Der Schwerpunktbereich Zeitgeschichte und Menschenrechte ist der älteste Arbeitsbereich der Kreisel-Initiative. Historisches Lernen und Menschenrechtsbildung werden hier konsequent zusammengedacht. Und Leitlinien sind auch zum Beispiel Multiperspektivität und Transkulturalität. Ein beispielhaftes Projekt ist das Projekt Model International Criminal Court, eine Simulation des Internationalen Strafgerichtshofes. In dem Projekt verhandeln Schülerinnen und Schüler und Studierende die Endphasen von historischen Prozessen. Kreisau hat vielfältige historische Bezüge. Das Erbe des deutschen Widerstandes, des Kreisauer Kreises, dann die Wiederentdeckung des Ortes durch die demokratische Opposition in Mittel- und Osteuropa und natürlich deutsch-polnische Versöhnung. Die Kreisel-Initiative war ja praktisch der zweite oder dritte Schritt in dem ganzen Kontext, in dem Kreisau sich gegründet hat, also das polnische Tschechower Kreisau. Wir hörten über Freier von Moltke in West-Berlin, dass sich da in Polen etwas tut, dass es eine Gruppe in Wrocław gibt, die angefangen hat, sich für die Idee Kreisau und den Ort Kreisau zu interessieren und zu verstehen, was da in der Zeit des Widerstands gegen den Nationalsozialismus passiert ist. Mit unserem europäischen Netzwerk, das aus über 100 Institutionen aus ganz Europa besteht, sind wir eine wichtige strategische Partnerin der Europäischen Kommission in ihrem Jugendprogramm Erasmus+ und Zentralstelle des deutsch-polnischen Jugendwerkes. Wir glauben daran, dass in einer offenen Gesellschaft man miteinander schauen muss, wie man Zukunftsfragen löst, wie man auf globale Herausforderungen reagiert. Und dafür steht die Kreisau-Initiative und dafür ist vor allem Kreisau einer von vielen wichtigen Orten in Europa, wo das geschehen kann. Optimistisch, professionell, fördernd, enkeltauglich, herausfordernd, europäisch, familiär, vielfältig und innovativ.